Willkommen zurück zu einer weiteren weltenverschiedenen Folge Alan Wake 2. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte weltenverschiedene Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Freunde, und ihr wisst ja, wir führen einen Krieg und zwar gegen die Bots. Psst, okay? Psst, hier drüben. Wir haben einen Plan. Wir starten eine Gegenoffensive mit Bewertung und echten menschlichen Kommentaren. Ich weiß, total irre. Ich weiß. Aber irgendwie werden wir es hinkriegen. Nicht wahr, Casey? Scratch hat uns reingelegt und sich als Wake ausgegeben. Er konnte mich fast überzeugen. Hätte meinen Instinkten trauen sollen. Ich hatte schon beim See ein schlechtes Gefühl. Als diese verrückte Monsterwolke im Wald auf mich zukam, konnte ich ein Gesicht darin erkennen. Es war Wake. Ich glaube, er war schon immer ein Monster. Scratch. Sie erinnern sich nicht, dass Logan, David und ich in Virginia gelebt haben? Ich weiß noch, dass Sie und David Probleme hatten. Sie brauchten eine Auszeit. Sie und Logan sind nach Watery gezogen und dann ist Logan etwas Schreckliches zugestoßen. Als sie zurückkehrten, dachte ich, sie wären die perfekte Partnerin, wenn sie bereit wären, dorthin zurückzukehren. Okay. Das reicht. Meine Erinnerungen sind verzerrt. Sie sind Fiktion. Logan ist am Leben. Ich bin nicht geschieden. Wir sind nie hierher gezogen. Ich kenne die Wahrheit. Wake oder Scratch meinte, jemand könnte uns mit der Geschichte angreifen. Wir dürfen nicht alles glauben, aber woher sollen wir wissen, dass uns die Geschichte keine falsche Hoffnung macht? Ich kann sie nicht überzeugen. Ich muss die Geschichte ändern. Warum ist hier Blut? Huh? Wer hat dahin geblutet? Oh, kannst ja nur du gewesen sein. Okay, gibt's hier einen Schuhkarton? Genau die Fälle hat mein Ex gehasst. Die lebensgefährlichen Fälle. Schon komisch. Die Fälle, bei denen ich draufgehen konnte, waren meiner Ex am liebsten. Okay, Moment. Ich dachte, sie wäre mit einer Frau zusammen gewesen. Und jetzt sagt sie auf einmal, mein Ex. Das mit deinem Bruder tut mir leid, Ilmo. Jakob war so herzensgut. Er war immer dabei, ganz egal, wie dämlich meine Ideen auch waren. Hat immer gerne geholfen. Ich war unvorsichtig. Ich denke nie etwas zu Ende. Es ist meine Schuld. Ich weiß, das ist kein guter Zeitpunkt. Aber Sie müssen mir alles über den Kult des Baumes erzählen. Der Kult ist die verrückteste Idee, die funktioniert hat. Ich meine, welcher Kult nennt sich selbst Kult? Genau. Wir beschützen Watery und Bright Falls. Wir sind die Guten. Eine geheime Nachbarschaftswache. Das war zumindest der Plan. Wir wussten schon immer von dem Schrecken im See. Wir erledigen die Besessenen, die dort auftauchen. Ihr erschafft keine Besessenen. Ihr tötet nur die, die es bereits sind. Ihr habt versucht, Alan Wake zu töten. Warum? Der Cauldron Lake hat noch nie etwas Gutes hervorgebracht. Sein Werk war der Auslöser des Albtraums in Bright Falls 2010. Seitdem tauchen die Seiten seiner Geschichten im See auf und bringen immer wieder Monster hervor. Er ist schuld, Wake. Und wenn wir ihn nicht stoppen, tut es niemand. Wakes böser Doppelgänger Scratch ist die eigentliche Bedrohung, nicht Wake. Ich werde ihn stoppen. Ich habe noch nie von einem Scratch gehört. Wie lange existiert dieser Kult bereits? Einige Leute hier wussten schon immer vom Cauldron Lake. Vor uns waren es die Fackelträger. Als ich die Mission weiterführte, wollte ich sie einen Kult nennen. Es war genial. Der Name allein war schon die halbe Miete. Die Leute hatten zu große Angst davor, nachts in den Wald zu gehen. Regel Nummer 1. Angst sorgt für große Motivation. Ja, aber das dachte ich mir, dass die die Guten sind. Das dachte ich mir bereits.
Ja, hier wurde ganz schön rumgemanscht. Okay, wir müssen in die Fallakte und wir müssen Profiling betreiben. Scratch ist jetzt hier noch und Wake. Ich dachte, Wake wäre dem dunklen Ort entkommen. Könnte er noch dort sein? Der Big Apple in einem Ozean der Dunkelheit. Abgetaucht. Anmerkung des Lektors. Falsche Zeitform. In einer Schleife gefangen. Meine Freunde treffen ihn, wenn ich weg bin. Wake ist immer noch am dunklen Ort gefangen. Vielleicht war er das immer. Klar war er das immer. Dann haben wir hier doch keine zeitliche Verschiebung, sondern Alan Wake ist halt einfach gefangen und Scratch hat sie halt mit der alten Nummer an der Nase herumgeführt. Ilmo sagte, der Kult tötet Besessene. Ist das die Wahrheit? Hirschmasken in großen Mengen. Da treibt jemand. Ein Besessener am Ufer. Ruf die Gang, Jako. Wir gehen auf die Jagd. Kult des Baumes. Für Sicherheit in der Stadt seit 2013. Ilmo sagt die Wahrheit über den Kult. Er kämpft wirklich gegen Besessene. Wir sind auf derselben Seite. Wenn der Kult Besessene tötet, warum wurde dann Nightingale zu einem? Privatparty nur auf Einladung. Falsche Zeit, falscher Ort. Zeit zu gehen, Jako. Halb erledigt heißt gar nicht erledigt. Nightingale wurde zum Besessenen, weil die Bookers das Ritual unterbrochen haben. Ja, klar. Dann waren die Cops eigentlich auch gute Jungs, obwohl waren sie es wirklich. Ich meine, die Nummer mit der Leiche ist ja wirklich passiert. Die Dunkelheit nimmt ja eigentlich immer quasi das Schlimmste aus den Menschen und bringt ihn dazu, dann so ein Ding zu werden. Scratch tat so, als wäre er Wake. Manipulierte mich. Was will er von mir? Der Klicker. Nein, ich habe die Kontrolle. Das ist mein Gedankenraum. Er ist mächtig. Zu mächtig. Allein seine Anwesenheit hier macht mich krank. Wie eine Welle des Schreckens in meinem Kopf. Ich spüre sein Verlangen nach dem Klicker. Okay, mehr haben wir erstmal über Scratch leider nicht. Ungelesen. Warte mal, wie komme ich ins Y? Ah. Saga war in einen Albtraum geraten. Immer mehr Beweise sprachen dafür, dass ihre Tochter tot war. Saga konnte das nicht akzeptieren. Wake sagte, man könne es rückgängig machen. Doch Wake war fort. In Gewahrsam des Federal Bureau of Control. Casey, ihr einziger Verbündeter, war ebenfalls fort. Sie war allein. Esteves hatte ihre Autorität spüren lassen. Sie aus ihrem eigenen Fall ausgeschlossen. Saga weigerte sich aufzugeben. Sie brauchte Antworten. Thor und Odin Anderson würden welche haben. Ein Familienbesuch also. Das konnte ja niemand verübeln. Saga war in einer Horrorgeschichte gefangen. Sie manifestierte sich um sie herum wie die Finsternis einer Geisteskrankheit, die sie immer tiefer in den Abgrund drückte. Als Cynthia Weaver beim Frühstück war, schlich Rose sich in ihr Zimmer. Bei all den Lampen dort brauchte sie eine Weile, um die mit dem Engel zu finden. Zum Glück war der Traum, den Alan ihr geschickt hatte, sehr klar gewesen. Rose war sich sicher, dass Cynthia die Lampe nicht vermissen würde. Sie hatte so viele. Heute Abend würde Rose die Lampe in einem Schuhkarton im Gartenteich versenken. Genau das wollte Alan. So konnte sie ihm helfen. Der Gedanke daran ließ sie vor Freude erzittern. Cynthia wusste sofort, dass die Lampe fehlte, als sie in ihr Zimmer zurückkam. Sie war von Trauer überwältigt. Es war Toms Lampe gewesen. Eines der wenigen Dinge, die sie an ihn erinnerte. Sie hatte schon lange nicht mehr funktioniert, da das Kabel durchtrennt wurde und der Lichtschalter nicht mehr vorhanden war. Aber es gibt noch andere Arten von Licht als die, die wir sehen können. Das unsichtbare Licht der Engelslampe hatte Cynthia all die Jahre zusammengehalten. Mit Tränen in den Augen bemerkte sie nicht, wie sich die Schatten in den Ecken ihres Zimmers bewegten. Okay. Das war dann auch nicht Alan, der den Befehl gegeben hat, sondern Scratch. Rose erwachte aus einem weiteren Traum ihres Idols, einer weiteren Nachricht. Während ihrer morgendlichen Routine summte sie fröhlich vor sich hin, so fröhlich, dass sie bemerkte, wie sie langsam vergaß, was Alan ihr gesagt hatte. Etwas über einen Helden, der kommen würde, um sie alle zu retten. Und der Held?
Rose runzelte die Stirn. So nicht, Rose Marigold. Du weißt, dass du es nicht vergessen darfst. Etwas über Strickwaren, die der Held mochte? Rose nickte. Rose nickte entschlossen. Sie würde den Helden mit Strickwaren zu den geheimen Verstecken führen, die sie im Wald eingerichtet hatte, um ihm zu helfen. Strickwaren, um die Stelle zu markieren. Alan wird das gefallen, dachte sie. Jetzt brauchte sie nur noch Strickzeug. Rose dachte angestrengt nach. Mandy May war immer am Stricken. Agent Young hielt sein Klemmbrett gegen das Licht. Die Ausrüstung war vollständig. Zufrieden kreuzte er die Kästchen an. Ein Geräusch auf der anderen Seite des Geländes ließ ihn innehalten. Er spähte in die Dunkelheit. Nichts. Achselzuckend unterschrieb und datierte er das Formular. Esteves wollte, dass alles bereit war, nur für den Fall. Young schätzte einen vorsichtigen Anführer. Esteves hatte sich zusammengerissen, selbst nachdem es im ältesten Haus dunkel geworden war. Young machte sich auf den Weg nach drinnen. Das örtliche Sheriffbüro war zwar etwas eng, aber immerhin gab es dort eine Kaffeemaschine. Das sollte ein einfacher Job sein, dachte er. Sie hatten sogar schon den Parautilitarier in Gewahrsam. Ein weiteres Klappern hinter ihm. Diesmal näher. Mit der Hand an seinem Halfter drehte er sich um. Er rief in die Dunkelheit hinaus. Diese Station wurde vom Federal Bureau of Control beschlagnahmt. Sie sind nicht autorisiert, sie hier aufzuhalten. Plötzlich flackerten die Lichter und gingen aus. Young konnte nichts mehr sehen. Dann ertönten aus dem Inneren des Bahnhofs die Schreie. So, jetzt sind wir wieder auf dem aktuellen Stand. Dann haben wir hier ganz viel Kram. Dreiecks-Graffiti in der Stadt. Kultsymbole. Kultpsychologie. Kultziele. Das ist es. Warum wollen sie Wake töten? Ritual. Nee. Hier. Bilder des Kultes, ist das Symbol? Das ist falsch. Psychologie. Okay, Nightingale war bereits gefangen. Okay. Haben wir auch fertig. Hat noch nie von Scratch gehört. Mulligan Thornton. Wer ist involviert? Sieht falsch aus. Kultsymbole schreiben, Teil des Rituals. Hier. So, es fehlt hier aber immer noch was. Wake und der Klicker. Scratch oder Wake? Moment, ich sehe das da unten nicht. Wo ist Wake? Immer noch im dunklen Ort? Wake sitzt im dunklen Ort fest. Er wollte mich erreichen, in den Übergängen mit mir kommunizieren. Das muss hier hin. Das muss hier hin. Wake retten, aber wie? So, hier fehlt aber auch noch was. Immer noch für später. Um Besessene zu bändigen. Übergang. Der dunkle Ort. Die Tafeln sind halt auch mittlerweile so. Licht und das Dunkel. Ist auch so big mittlerweile. Das Dunkel ist durch helles Licht verwundbar. Zumindest das macht Sinn. So, was habe ich jetzt hier Neues? Nichts. Geschichte? Auch nichts. Gut, wir sind auf dem neuesten Stand. Müssen wir in die Zelle. Ich werde mich um die Angelegenheit kümmern, Ilmo. Aber jemand muss währenddessen die Stadt beschützen. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Okay. Okay.
Ich trommle alles zusammen. Wir werden nicht noch mehr Leute wegen diesen verdammten Monstern verlieren. Wir werden meinen Bruder stolz machen. Vielen Dank, Ilmo. Ohne Kack, ich würde wegziehen. Aber die Familie wohnt hier schon seit 200 Generationen. Wäre mir egal. Der Kult des Baumes tötet Besessene. Sie waren auf unserer Seite, auch wenn ihre Methoden fehlgeleitet und kriminell sind. Aus unserer Perspektive sah es korrekt aus. In diesem Fall ist nichts, wie es scheint, zu viele gegensätzliche Geschichten. Zu viele Versionen der Wahrheit. Wenn das alles vorbei ist, müssen wir uns unterhalten. Es hat sich alles verändert. Meine Familie, ich, die ganze verdammte Welt. Der Kaffee geht auf mich, Anderson. Partner bis zum Schluss. Der Fall geht in die Geschichte ein. Ah, das war clever. Alright, dann schauen wir uns mal die Akten an. So, was haben wir denn hier? Der See ist ein Tor zum dunklen Ort. Dringend. Am 13. September 2023 um ca. 19 Uhr überschritten die Messwerte einer Überwachungseinheit zur Beobachtung des Cauldron Lake die zulässigen Grenzwerte. Forscher vermuten, dass es sich dabei um eine Übersprungsdimension von A-040, dem Schatten, handelt. Versuche, die FBC-Forschungseinrichtung WA03 mit dem Codenamen Haus am See zu kontaktieren, blieben erfolglos. Eine Überprüfung des Ereignisses vor Ort ist nicht möglich. Reaktionsverfahren werden mit sofortiger Wirkung eingeleitet. Der leitende Agent K. Esteves wird die Ermittlungseinheit Beta vom Einsatzort redigiert aus dem Mobilisieren. Alle verfügbaren schattenspezifischen Ausrüstungsgegenstände 4-11b sind für den Einsatz freigegeben. Ziel: ein aktives Ereignis bestätigen, wenn ein aktives AWE vorliegt. Ist es die Aufgabe des Teams, die Art von Schwere des Ereignisses festzustellen, die Exposition zu limitieren und zu versuchen, die Quelle einzudämmen oder zu neutralisieren. Sollte kein aktives Ereignis vorliegen, müssen die Überwachungsgeräte überprüft, das Gebiet in begrenztem Umfang abgesucht und der Status des Hauses am See und der dortigen Mitarbeiter ermittelt werden. Zusätzliche Informationen zu den wichtigen Personen in der Gegend zählen die Mitglieder des Kults des Baumes. Redigiert und Alan Wake gilt aktuell als vermisst. Ah, da geht noch mehr. Was zur Hölle ist ein Para-Utilitarier? Ein Para-Utilitarier. Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse. Beschreibung furchtbares Wort. Berichten zufolge handelt es sich bei dem Gegenstand um einen Lichtschalter aus einem Lampenkabel, an dem noch ein Teil des durchtrennten Kabels befestigt ist. Laut den Aussagen der Augenzeugen ist der Gegenstand dazu in der Lage, die Realität zu verändern, wobei die Veränderung auf redigiert basiert. Wenn er von einem fähigen Para-Utilitarier benutzt wird, ist es schwierig, die Wirkung des Gegenstandes von der Schwelle des Cauldron Lakes zu unterscheiden, die für die wiederkehrenden AWEs in diesem Gebiet verantwortlich ist, da die einzigen berichteten Einsätze des Gegenstandes in der Nähe dieser Schwelle stattfinden. Ohne weitere Daten können wir nicht sagen, ob der Gegenstand die Wirkung der Schwelle verstärkt oder umkehrt oder ob überhaupt kein Zusammenhang besteht. Aufzeichnungen von Dr. Hartman, nachdem er redigiert geworden war, haben ergeben, dass Alan Wake Barbara Jagger wahrscheinlich eine physische Manifestation eines redigiert eliminiert hat, indem er den Lichtschalter in ihre Brust steckt und den Schalter umgelegt hat. Es wurde bestätigt, dass der Gegenstand im Jahre 2010 benutzt wurde, um fiktive Texte Realität werden zu lassen. Siehe Datei AWE 35.
Es ist jedoch unklar, welche Einschränkung dieser Effekt hat. Schlussfolgerung: Der Lichtschalter ist möglicherweise ein ODM, aber das Team kann den Gegenstand aufgrund von Berichten aus zweiter Hand nicht abschließend klassifizieren. Eine ordnungsgemäße Untersuchung und Prüfung ist erforderlich, um die Klassifizierung und den genauen Effekt des Gegenstandes zu bestimmen. Transkript der Befragung von Alan Wake, mutmaßlicher Paraolithalia. Befrager Karen Esteves, leitender Agent Kieran. Mr. Wake, Sie wurden vom FBC in Gewahrsam genommen und werden zu einem späteren Zeitpunkt eingehend befragt, aber vorher muss ich Sie noch fragen, ob Sie uns etwas über den Vorfall im Hotel sagen können. Alles, was für uns von Interesse sein könnte. Alan Wake? Es gibt hier eine Kraft, die Sie nicht verstehen. Eine Präsenz. Sie ist hinter mir her. Sie will mich verschlingen. Alles verschlingen. Ja, Sie haben das Dunkel bereits erwähnt. Warum ist das hinter Ihnen her? Es labt sich an Künstlern, von der Kunst, die sie erschaffen. Es ist hinter mir her, weil ich Schriftsteller bin. Aber es kann jede Form von Kunst sein. Jeder künstlerische Ausdruck. Musik, Malerei, Film, Fotografie. Es kann sich von allem ernähren. Von allem. Das müssen Sie mir glauben. Wir sind uns dieses Wesens sehr wohl bewusst, Mr. Wake. Wir verfolgen die Situation hier schon seit langem. Auch Sie haben wir schon seit über einem Jahrzehnt auf dem Radar. Ich bin mir sicher, dass die Verrückten in der Forschungsabteilung ihre Freude daran haben werden, Sie zu überprüfen. Hey, notieren Sie, dass das vor der Einreichung redigiert wird. Kommen wir zum Thema zurück. Sie haben vorhin einen Lichtschalter erwähnt. Wo ist der jetzt? Ich weiß es nicht, aber ich brauche ihn. Ohne ihn kann ich die Sache nicht beenden. Helfen Sie mir, ihn zu finden. Mr. Wake, Sie befinden sich in Untersuchungshaft und werden wegen mehreren Straftaten angeklagt. Wir werden Ihnen kein mutmaßlich paranatürliches Objekt überlassen. Sie hören mir nicht zu. Wir hören Ihnen sehr wohl zu. Haben Sie irgendwelche Komplizen? Schimpfwort. Sie sich. Wahrscheinlich ficken Sie sich. Lassen Sie mich hier raus, Sie alte, dämliche, fette... Piep! Es ist hinter mir her. Wir sind alle in Gefahr. Das Interview wurde abgebrochen, weil die Person nicht kooperieren wollte. Okay. Gibt's hier noch ein bisschen Lalalala-Loot? Oder wurde der vom Spiel entfernt? Ich glaube, die haben den wirklich weg, ne? Angeblich ist hier noch eine Leuchtfeuerrakete oder sowas. Bidip, 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 bidip. Na gut, gehen wir mal an die Tafel. Da müssen wir nämlich als nächstes hin. Später. Wake und der Klicker. Haben wir auch noch nix. Sieht falsch aus. Klicker, paranatürliche Eigenschaften. Der dunkle Ort. Der Klicker hier. Der Klicker verstärkt jede Veränderung der Realität durch ein Kunstwerk. Und macht sie dauerhaft. Hm. Haben wir jetzt hier was Neues? Nö. Leg dir einen neuen Plan aus. Was fehlt mir denn noch hier? Welcher kleine, feine Baustein fehlt mir noch? Was ist denn hier los? Die Leute filmen einfach mal so das Gebäude. Ist hier noch irgendwas? Ah, hier ist noch was. Wake ist nicht die erste Person, für die sich das Dunkel ausgegeben hat. Der Schatten. Zusammenfassung. Nach der ausführlichen Befragung der Zeugen des AWE 35 haben wir neue Erkenntnisse über den Schatten A010 erlangt. Geschwärzt. Die beide während des AWE anwesend waren, berichten, dass sie zu dieser Zeit eine Frau namens Barbara Jagger in Bright Falls gesehen haben. Jagger ist eine ehemalige Schauspielerin und Einwohnerin von Bright Falls, die mit dem Filmemacher Thomas Zane aus Finnland ausgewandert ist und angeblich im Jahre 1970 während eines geschwärzt AWE in Colton Lake ertrunken sein soll.
Die Forscher sind zu dem Schluss gekommen, dass es sich bei Jaggers Erscheinung wahrscheinlich um die menschliche Manifestation des Schattens handelt. Wie der Schatten und die physiophysischen Signaturen zusammenhängen, ist noch nicht klar. Die Forschungen sind noch im Gange. Die aktuellen Hypothesen sind, der Schatten kann sich nur in der Gestalt von Künstlern oder Personen manifestieren, die bei der Erschaffung von Kunst mitwirken und sich in einem bestimmten Umkreis des Cauldron Lakes aufgehalten haben. B. Der Schatten kann sich in alles, jedes Individuum manifestieren, das sich innerhalb von Cauldron Lake befindet. Definition erforderlich. Die Forschung ist im Gange. Siehe Datei 384531873 für den vollständigen Bericht. Habe ich jetzt, was ich brauche? Barbara Jagger. Ich muss wissen, welchen Informationen ich glauben kann. Ah. Alright, was haben wir noch? Huh. Profiling. Ich kann Tor profilen. Wake sagte, der Klicker würde das in Ordnung bringen. Aber Wake war Scratch. Wie kann ich seinen Worten trauen? Der Künstler muss sein Werk vollenden. Er gefährdet deinen Frieden. Wach auf und erkenne die Gefahr. Wir haben's dir bereits gesagt, Kleine. Tom hat die Wahrheit über den Lichtschalter erzählt. Lass dich nicht von der Geschichte verwirren. Er muss dein Ende für dich schreiben. Der Klicker lässt es Wirklichkeit werden. Aber wir haben Wake nicht. Alles, was wir über den Klicker wussten, war wahr. Er hatte nicht gelogen. Ja, aber wir haben Wake nicht. Wir haben Wake nicht. Denn Wake hängt immer noch im dunklen Ort fest. Du warst der bessere Koskela. Viel besser als ich. Scratch meinte, der Klicker könne die Geschichte ändern. Stimmt das mit Ihrer Einschätzung überein? Der Lichtschalter ist ein paranatürlicher Gegenstand. Vielleicht sogar ein Objekt der Macht. Wir haben verifizierte Berichte erhalten, dass es sich 2010 während des AWE in Alan Wakes Besitz befand. Es hat zweifellos Macht. So viel steht fest. Ich werde mir einen Plan einfallen lassen. Okay. Wieder in die Falltafel rein. Wake und Klicker. Der Klicker kann das wieder gut machen. Aber ich kann ihn ohne Wake nicht benutzen. Vielleicht kann Tor mir helfen. Ich immer noch nicht verwenden hier. Auch noch nicht. Profiling, ha? Huh? Wake ist immer noch am dunklen Ort. Wie hole ich ihn da raus? Wir leben und atmen Rock'n'Roll. Von kreischenden Mengen bis hin zu melodischen Klängen. Der Klicker kann auch andere Kunstwerke verstärken, nicht nur Toms Texte. Hauptsache, sie stecken voller Leidenschaft. Die dunkle Macht des Sees wird sie in die Realität eindringen lassen. Aber solange der Nutzer des Klickers an die Kunst glaubt, wird sie mit einem Knopfdruck wahr. Ich kann den Klicker ohne Wake benutzen. Nur Wake kann die Horrorgeschichte ändern. Aber ich kann mit dem Klicker etwas anderes ändern. Wie Wake aus dem dunklen Ort zu holen. Alright, here we go, huh? Gut, dann speichern wir hier und beim nächsten Mal geht's weiter. Bewerten, kommentieren, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und... Ciao!